So, und wir haben Zeit für eine Quest auf jeden Fall noch. Scheint sich ja darauf hinauszulaufen. Ja, hi. Dass es pro Video eine Quest sein wird, wenn die weiter so lange gehen. Sinnogre heißt der oder so. Okay, alles klar. Oh. Ich glaube, das war das Vieh aus dem Video, aus dem Vorgangsvideo. Drei Agier erledigen. Drei Eier. Oh, das war die Quest, wo ich meinte, die habe ich, glaube ich, auch noch gemacht. Oder ich habe sie abgebrochen, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja, komm, dann gehen wir jetzt den Großjagd jagen. Düm, 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 düm. Auf alte Wii-Zeiten. Ach, hier sind wir. In der Wüste. Na, diesmal haben wir sogar Kältetrank. Das heißt, wir können auch mal hinten in die Wüste laufen. Ich habe übrigens nie verstanden, was man genau mit diesem ganzen Fleisch machen kann, dass man in Fallen reinlegen soll. Soll ich die Falle einfach irgendwo aufstellen und das Fleisch reinlegen und dann warten, bis das Vieh da reinläuft? Keine Ahnung, schreibt es mir, wenn ihr es wisst. Oder ich muss mir das halt die nächsten Tage mal selbst angucken. Sonst bin ich kein kompletter Monster Hunter. Paintball. Wobei, wenn ich jetzt da hinlaufe, ich würde eher vermuten, der ist unten in der Höhle. Da kann ich auch gleich hier runterspringen. Nein. Hier sind diesmal nur Feline. Dann gucken wir mal. Da hinten. Aus der Wii-Version konnte man, glaube ich, auch nicht in diese Höhle reingehen, von unten nach links. Aber umgekehrt. Hier ist auch nichts. Haha, verarscht. Du bist dran, Mali. Donnerschock. Oder so. Joa! Ah. Bam. Okay, meine Katzen sorgen dafür, dass ich die Viecher nicht mehr treffe. No! Nein! Falscher Knopf! Nein, der schöne Farbball! Ah! Und ich bin auch noch so schlecht im Treffen. Ich wette, ich werfe den einen auch noch daneben. Wenn ich das jetzt mache, sagt der eine, das hast du extra gemacht. Nein! Ich kann schlecht zielen. Wir versuchen es einfach. Den Kältetrank brauchen wir für da draußen. Aber ich glaube nicht, dass der Yagi da ist, oder? Nein. Viecher gingen mir immer auf die Nerven. Ich mag diese Viecher generell nicht, die auch unter Sande sind. Es gab ja hier die Quests beim Vorgänger und beim Vorvorgänger, hier Legendenleber, wo man diese blöden Kackviecher da in der Wüste verhauen musste. Und das war echt nervtötend. Ah, da sind hier die Viecher. Die müssen wir killen, denn wir wollen ja die, das Equip für die Katzen haben. Na, kommt. Wollt ihr euch kloppen oder was macht ihr da? Sammeln? Kloppen? Ich lass die mal sammeln, weil dann droppen die Zeugs. Vielleicht kriegen wir es davon. Schua. Geh's jagen, Schua. Oh, was macht ihr denn da? Okay, kein Plan. Nein! Alle drei zusammen.
super. Schöner Plan. Und jetzt haben wir nichts davon. Nikus. Erz. Thor hängt noch auf Karte 8 rum. Ich hätte es mir einstecken können. Oh. Bin ich doof. Wenn die alle Monster aus allen Spielen in Monster Hunter Online reinbringen, das wird so episch. Dann kann man die ganzen anderen Spiele eigentlich klicken, weil man alles hier hat. In einem Spiel vereint. Farbball? Farbball! So, und der Versuch, ihn zu färben. Hey, das hat geklappt. Ah, leck. Nein. Auf die Mütze. Ach. Bam. Noch eine Drehung. Man sieht, er macht wirklich dasselbe wie auf der Wii. Aber ich finde das schön, wenn die Monster ihre Eigenschaften behalten. Sind die ganzen scheiß kleinen Drecksfische jetzt mal kaputt? Er will abhauen, er will ab. Nein, er will nicht abhauen. Arme Shoa. Shoa, komm da raus! Ach, so, und jetzt gibt's. Nein, du hast jetzt keine Freunde. Lass den Scheiß. Kommst du jetzt wieder her? Der willst du jetzt nicht da schlafen legen. Du blöd. Aber da hat man die Fantränen fallen lassen. Das ist sehr schön. Die sammeln wir eben und dann geht's weiter. Danke, Mali. Gut, wir haben ihn mit einer Farbbeere versehen. Also kein Problem, wir finden ihn. Er ist auf der 4. Ach, Mist, ich muss die. Lass mich in Ruhe! Fress Mali und Shoa. Danke. Ja. Das ist gut. Geh auf. Ja. Und das war's. Was ich schön fand auf der Wii-Edition, war, dass wenn man die großen Viecher getötet hat, dann haben die ganzen kleinen Viecher erstmal in Ruhe gelassen, weil sie Respekt vor einen hatten. Zumindest teilweise. Oder es kam mir so vor. Kann auch Einbildung gewesen sein. Also die hier wollen auf jeden Fall anscheinend einen nicht in Ruhe lassen, oder? Ja doch, sie wollen einen an. Könnte wirklich sein. Bam.
Kann man da noch ab... Oh, den kann man zweimal. Ne, kann man nicht. Komm, hör auf zu heulen. War doch nur dein Kumpel. Oh Gott, will er mich verarschen? Ja, da rennt er weg. Heul doch. Tschu! Und eine Rüstsphäre und Königsruf oder so hieß es auf der deutschen Version. Damit kommt man zumindest in der Wii-Version schöne kleine Klamotten bauen. So. Und er war 934 Meter groß? Ach, das soll ein Komma sein und 9 Meter. Bla. Ihr wisst, was ich meine. So, aber damit kommen wir jetzt zum Ende der Aufnahme. Wir sind jetzt schon eine Stunde dran. Ich werde jetzt noch eben mal gucken, ob wir hier... Nein, lass mich in Ruhe, ob wir was bauen können. Nein, es fehlen noch drei Großjagi-Klauen. Also müssten wir einfach noch öfters legen. Und hier zwei Machalit-Erze. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hole mir das Schwert einfach doppelt und mache beides. Fertig. So, aber jetzt können wir mal gucken, ob hier wir hier für die Kleinen jetzt... Oh. Da sind wieder neue Dinger dazugekommen. Bultrum Scrape. Ich glaube, davon haben wir zu wenig. Mal gucken. Attacke 18 hat ja unsere. Hier ist momentan am besten die Yagi-Dings. Dafür brauchen wir halt Großjagi. Müssen wir den Großjagi-Zeugs kaputt machen. Ja, ist halt nicht so hübsch jetzt. Das sieht ganz cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Oink, oink. Wobei mir das halt noch recht gut gefällt momentan. Aber wenn es halt zu schwach wird, dann müssen es halt die anderen Dinger werden. Nein, will ich nicht. Danke, Helm. Ach, das ist das Ding, was wir dann da bekommen. Also brauchen wir noch ein... Muss ich noch ein bisschen von dem Neo-Zeugs da zerlegen? Nein, bleib doch mal drin. Die Einstellungsdinger sind ein bisschen schwierig, sich hier durchzuklicken. Das ist ja putzig! Azuros. Ach, das war der Bär, ne? Ja. Cool. Eine Yagi-Mütze, die erkennt man auch irgendwie wieder. Oink, oink, oink. Die Werte sind nicht schlecht von allen. Okay, aber ich wollte mir diese Dings da machen. Hier diese. Weil ich die recht schön fand. Mal gucken, was haben wir noch? Bullfango, ja. Ah komm, dann machen wir das eben noch hier. Vom Item. Haben wir da was bei? Nein. Von der Itembox. Das war das ganze grüne Zeugs hier. Ja. So. Ah, da gibt's noch was. Komm, zerfetzen und fertig. Können wir herstellen? Yes! Zwei Stück für beide jeweils. Oder ich mache eins für den anderen mal was anderes. Oder ja, für den einen mache ich jetzt die Rüstung hier voll. Ja. So und ein Helm. Tada! Schön. Von dem Großjagi-Zeugs vom Item weg.
Wenn ich mich nicht täusche, müsste das gereicht haben. Komm, lass los. Oh nein, das reicht für gerade mal wahrscheinlich den Kopf. Oder machen wir die Platte? Wir machen die Platte. Ja. Mali kriegt jetzt das Zeugs Outfit. Wir gucken mal, vielleicht können wir ja gerade doch nochmal was herstellen vom Item Bag. Hatten wir jetzt noch Großjagi reingetan? Ja. Komm, und mal gucken, das dürfte reichen. Ich hab's gleich. Nein! Warscape. Na, das heißt, ich muss doch noch. Ich muss doch noch mal kurz was kaputt matschen. Sorry, das dauert gerade nochmal. Ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt. Ich mach das jetzt eben hier noch schnell fertig. So, was zerlege ich denn? Iron Ore. Ah, ich verstehe. Da steht auch, wie viel man davon bekommt. So, das hat gereicht. Die Brust hatte ich, den Helm. Yes! So. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell Tor ausrüsten. Equipment! Tor! So, mal ein bisschen sortiert. Oh, meine beiden Katzen. Alles klar. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ach, was heißt vielleicht? Schaltet einfach ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Nacht. Egal, was jetzt gerade ansteht. Bis dann.